Stopp. Aus dem Staub machen wir es nicht. Ich hatte ihr das schon angedroht. Sie wollte das nämlich vorhin gar nicht so gerne, dass wir eben einmal mit ihr reden. Das ist nämlich heute dein wievielter Auftritt vorne? Das weiß ich sogar gar nicht. Noch nicht ganz so viele. Seit Februar. Das macht sie aber gut, oder? Ja. Irgendwann müssen wir alle lernen, das ist einfach so. Da du am wenigsten in der Hand hast, darf ich dir das stellvertretend einmal überreichen von uns. Genau. Eine kleine Schneekugel mit dem Seehund als Erinnerung an uns, an den schönen gemeinsamen Abend hier. Ja, wir hoffen, dass ihr noch ein Stückchen bei uns bleibt. Aftershow-Party seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ich denke, Christian nickt schon, der hat euch allen Bescheid gesagt. Auch für das Publikum natürlich. Nach der Show geht es für alle rüber bei uns ins Vereinsheim, ins Tennisheim. Da gibt es noch das eine oder andere. Naschi, Naschi, sagt man heutzutage. Was das Schönste an dem eigentlich immer ist, was ich da finde, dass da immer so richtig viel gefachsimpelt wird. Das ist immer das Geilste überhaupt. Da wird denn über dieses Ritt-Ritt-Rattergatz, ich kann's nicht mal. Halt ich mit dem Busch schon drüber. Du wirst es auch nicht. Nein, ich bin ja auch kein Busch. Ganz schön Mist. Nee, du bist nämlich Blechlutscher. Danke. Ja, für die, die das nicht wissen, sind Trommler eigentlich die Holzhacker. Und ja, als Trompetenspieler oder sonstiges ist man Blechlutscher. So wird man nett begrüßt, oder nicht? Ja, das ist wohl mein Sohn. Ey, das war noch nett. Ich gehe jetzt mit denen mit. So, tschüss, Dad. Einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Auch, ich gehe dann jetzt. Ja, meine Damen und Herren, das war Spielmannshoch Feuerwehr Elo für Sie. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis gleich, sage ich dir mal. Zurückblickt, ist man doch schon froh, viele, viele Menschen kennengelernt zu haben. Auf jeden Fall. Sonst wäre so ein Event auch gar nicht möglich. Richtig. Ja. Absolut nicht. Bei der nächsten Band, die jetzt kommt, sind wirklich sehr, sehr besondere Menschen für uns dabei. Auf jeden Fall. Weißt du, was mich da, soll ich sagen, am meisten ärgert bei der Band, die jetzt kommt? Weil du sie so gut kennst? Weil ich sie eben so gut kenne. Ja. Ja? Die haben nichts gesagt. Nichts? Nichts. Wollen sie dir nichts verraten? Und das sind ja auch solche fiesen Leute. Ja? Der kommt, der war auch nett. Ja? Da posten die irgendwelche Bilder, total lustige Bilder. Und man kann immer noch nicht erkennen, was sie da machen. Nee. Ich habe nur gehört, dass ich bereithalten soll Besen, mehrere. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt brauchen, um nachher hier durchzukehren und uns zu helfen. Oder ob sie das vielleicht für ihr Showprogramm hier brauchen. Oder für den Heimweg, da bin ich noch nicht hinter. Ja, stimmt, da bin ich gleich drauf gekommen. Ja, ich habe das gleich als erstes gedacht. Welchen wollte ich? Nimbus 2000 hieß es. Nimbus 2000. Ja. Also das werden Sie jetzt vielleicht gleich rauskriegen, was mit dem Besen auf sich hat. Sie haben nichts gesagt. Ja, was bleibt uns über? Wir wissen nichts. Also können wir Ihnen auch nicht viel erzählen, außer dass jetzt kommen unsere Freunde, die Marching Band aus Brake. Viel Spaß! Viel Spaß!